Hallo und willkommen zu der dritten Ausgabe meiner Albenrevue. Heute möchte ich eine CD vorstellen, die weitläufig dem Genre World Music zugeschrieben wird. Ich mag den Ausdruck World Music nicht, weil es eine denkfaule Bezeichnung ist. Wenn ich Musik aus Nigeria oder Musik aus Paraguay mag, mag ich eben Musik aus Nigeria oder Paraguay. Ich brauche da kein Etikett, das mir hilft zu verstehen, warum das kein rockiges Album ist. Doch das nur am Rande. Die CD, von der ich spreche, ist das Debütalbum der spanischen Combo Radio Tarifa mit dem Titel Rumba Argelina. Der Ausdruck Melange lässt sich gut auf musikalische Werke anwenden, denn das Vermischen von Stilen und das Vereinen kultureller Gegensätze ist etwas, das Musikern deutlich besser gelingt als dem Rest der Welt. Doch das Faszinosum von Radio Tarifa liegt in einem Brückenbau, der nicht nur den Orient und den Occident vereint, was gerade bei Flamenco Nuevo alles andere als selten ist, sondern auch die Folklore des 20. Jahrhunderts mit der Musik des Mittelalters verbindet. Die Brücken sind hier also nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich. Die Begegnung von spanischer und arabischer Musik ist ein Thema, über das bereits viel geschrieben, vor allem aber viel musiziert wurde. Südspanien gilt als der Schmelztiegel von Flamenco und nordafrikanischer Folklore. Nur ein schmaler Seeweg trennt Algeciras und Gibraltar von Ceuta und Tangier auf der afrikanischen Seite. Und der südlichste Punkt der iberischen Halbinsel hat einen Namen, Tarifa. Die musikalische Hochzeit zwischen Nord und Süd wurde von keiner Band besser zelebriert als von Radio Tarifa. Rumba Argelina ist eine einzigartige Mischung aus andalusischem Flamenco, nordafrikanischer Berbermusik und marokkanischer Gnawa. Durch Radio Tarifa legen noch eins drauf und erforschen die Musik des Mittelalters und unternehmen Klangexpeditionen, die von Griechenland über Persien bis nach Japan reichen. Der vielfältigen Quellenlage zum Trotz klingt die Musik von Radio Tarifa niemals eklektisch. Ihre Alben sind uniform und ausgewogen und haben eine starke, einheitliche Handschrift. Radio Tarifa wurde in den späten 80er Jahren gegründet. Der Nukleus der Band bestand aus dem spanischen Trommler, Schlagzeuger und Flamenco-Gitarrist Fein Dueñas und dem französischen Flötenexperten Vincent Molino. Ihr gemeinsames Interesse für die wenig erforschten Gefilde der mittelalterlichen Musik führte zur Gründung der Ars Antiqua Musicalis, die als direkter Vorläufer von Radio Tarifa gesehen werden kann. Als sie in Madrid den aus Granada stammenden Flamenco-Sänger Benjamin Escorisa kennenlernten, war der Grundstein für Radio Tarifa gelegt. Drei exzellente Alben in einem Zeitraum von rund 10 Jahren sollten folgen. Das Debüt Rumba Argelina besitzt inhaltliche Ansätze, die das Werk mühelos als ein Konzeptalbum erscheinen lassen. Da ist zuerst die Natur der Lieder vermengt mit experimentellen Audioeffekten, dem Rauschen von Radiowellen und dem übergreifenden Ambiente, das vermuten lässt, man hätte gerade eine Radiostation mit dem Namen Radio Tarifa aus dem Äther gefischt. Doch da ist auch die Erforschung der spanischen Kultur vor der Reconquista, die in 1492, zeitgleich mit der Entdeckung Amerikas, ihren Höhepunkt nahm und mit der Verdrängung der Araber und Juden von der spanischen Halbinsel endete. Das Album wird mit dem Titelsong Rumba Argelina eröffnet, einer traditionellen Melodie, die hier in einer quirligen, berberischen Weise arrangiert wurde. Es wird gefolgt von Oyekina, einem sentimentalen Klagelied. Lama Bada ist ein stimmungsvolles arabisches Liebeslied und Mañana ist eine mittelalterlich angehauchte Ballade. Mit La Canal stoßen wir auf eine treibende, abenteuerliche Komposition voller Aufbruchsstimmung, beherrscht von Vincent Molinos Krummhornspiel. Im Kontrast zu der mittelalterlichen Stimmung steht das von Eduardo Laguio gespielte indische Harmonium. El Baile de la Bola ist das pulsierende Schaustück von Fein Dueñas, das unterschiedliche Perkussionen zu einem treibenden Trommelfeuer vereint. Auch die nächste Komposition stammt aus der Feder von Fein Dueñas. Soledad ist ein langsamer, atmosphärischer Song, exakt an der Grenze zwischen Flamenco, Ambient, Fusion und nordafrikanischer Musik. Zum ersten Mal dringen elektrische Gitarren zum Vorschein und ein Atari-artiger Korg M1-Sound. Rumba Argelina ist kein Album, bei dem man leichtfertig Favoriten herauspickt. Zu spannend ist der Aufbau der Stücke. Die musikalische Reise durch Raum und Zeit ist kein überzeichneter World-Music-Gulasch, sondern ein sensibles akustisches Abenteuer. Unter waschechten Flamenco-Aficionados genießt Radio Tarifa ein hohes Ansehen, denn Stücke wie Tangos de Sagijero und Bulerias Turcas präsentieren einen authentischen, ausdrucksstarken Beitrag zur modernen Flamenco-Kultur. Für viele liegt dennoch der Höhepunkt bei Nu al Rest, dem zweifelsohne ältesten Musikstück des Albums.
Das epische Lied von Walter von der Vogelheide, das uns in der kleinen Heidelberger Liederhandschrift erhalten geblieben ist und besser unter dem Titel Palästinalied bekannt ist, wurde hier in einem getragenen Arrangement umgesetzt, das gleichermaßen die Musik des europäischen Mittelalters und des Nahen Ostens vereint. Der im Mittelhochdeutsch geschriebene Text wird von Javier Ruibal gesungen. Mit dem langsamen, melancholischen Stück Nina klingt das Album schließlich im Rauschen eines Radioempfängers aus. Tschechische Sprecherstimmen schälen sich aus dem Knistern zwischen den Rundfunkstationen hervor und dann ist es vorbei. Rumba Argelina ist nicht lediglich ein gutes Weltmusikalbum, es ist ein einzigartiges Meisterwerk, das in äußerst stimmungsvoller Weise dem fast schon klischeehaften Ausdruck einer musikalischen Reise gerecht wird. Es darf getrost zu den besten Alben der modernen Musikgeschichte gezählt werden. Wer ein Ohr für nordafrikanische und iberische Musik hat, kann unmöglich durchs Leben gehen, ohne Rumba Argelina zu kennen. Ich weiß, das ist wieder eine sehr große Ansage. Tja, wie bereits gesagt, hatte Radio Tarifa während ihres 14-jährigen Bestehens insgesamt nur 3 Studioalben produziert. Alle 3 großartige Werke, die zu haben, es sich lohnt. Und ich bin sicher, ich werde die anderen beiden Alben auch mal durchgehen. Mit dem Tod des Flamenco-Troubadours Benjamin Escorisa in 2012 war diese großartige Band endgültig Vergangenheit. Rumba Argelina ist kein Album, das ein tolles Cover hat. Das Layout der Erstauflage ist genau genommen ein Desaster und es zeugt davon, dass die Band gar nicht damit gerechnet hatte, zu einem globalen Kultfaktor zu werden. Sie hatten diesen Makel bei ihrem Folgealbum deutlich behoben. Und da ich ein alter Coverfetischist bin, fällt das bei mir schon ins Gewicht. Wer mal Radio Tarifa live hören möchte, kann das über ein Video tun, das ich mal bei YouTube hochgeladen habe. Ich poste den Link unter dem Clip hier. Es handelt sich hierbei um einen Auftritt in München in der Muffathalle im Sommer 2001. Muffathalle hatte vermutlich die schlechteste Akustik in ganz Mitteleuropa, doch wenn der Bayerische Rundfunk vorbeikam, um Live-Mitschnitte zu machen, entstanden wirklich tolle Aufzeichnungen. Ich hatte mir ein paar Mal gewünscht, ich hätte ein Konzert in der Muffathalle gesehen, während ich Kopfhörer trage, die durch ein 30 Meter langes Kabel mit dem Mischpult des Übertragungswagens vor der Halle verbunden waren. Das wäre die perfekte audiovisuelle Situation gewesen. Die Live-Aufnahme hat übrigens interessante Prog-Rock-Momente drin und klingt an manchen Stellen fast so, wie heute Jethro Tull klingt oder Ian Anderson. Das war's also. Meine Bewertung: 4 Sterne. Hätte das Album ein wirklich cooles Cover, würde ich sofort 5 Sterne geben. Man hat es in späteren Auflagen geändert, doch so richtig rund wurde dieser Punkt nie. Doch das ändert nichts daran, dass es eines der faszinierendsten Alben dieser Ära und dieses Genres ist. Eine großartige Leistung und ein Album, das keine Abnutzungserscheinungen aufweist und durch zeitlos ist. Ich glaube, wenn man im Lexikon den Eintrag für das Wort zeitlos sucht, steht vermutlich ein Bild von dieser CD daneben. Rumba Argelina von Radio Tarifa aus dem Jahr 1993.